Hallo, ich bin Mel und das sind die Icarus News. Wie ihr seht, melde ich mich von der Open World von Styx aus, von meinem schönen Garten in meinem kleinen, bescheidenen Domizil, das am See liegt. Warum melde ich mich von Styx aus? Das heutige Update geht um die Operationen von Styx. Es wurden jetzt die letzten Missionen zu Operationen umgewandelt. Das heißt, dass man diese letzten drei jetzt auch von der Open World aus in Styx starten kann. Und damit wir uns das zusammen anschauen können, bin ich in meiner Open World in Styx gereist. Um die Operationen in der Open World zu starten, egal in welche Open World, braucht es zuerst einmal ein Kontaktgerät. Wenn man in dieses reingeht, hat man die Möglichkeit zwischen Operationen und den kleinen Aufgaben zu wählen. Wenn man auf Operationen geht, dann hat man die gleiche Grafik, wie man sie am Anfang des Spieles hat, bevor dass man in eine Open World geht. Wenn man dort auf Missionen und auf Neu geht, hat man die genau selbe Grafik. Nur, dass bis heute nicht alle Missionen in der Open World frei waren. Betroffen davon sind die Missionen Überreste Extraction. Dann Rendezvous Lieferung und Abyss Forschung. Diese drei sind neu dazugekommen, dass man die jetzt als Operationen starten kann von der Open World aus. Vorher war es nur als Mission möglich. Und somit ist eigentlich die ganze Grafik jetzt beendet von Styx. Man kann jetzt alle Missionen auch von der Open World aus starten. Insofern man ein Kontaktgerät hat, das bis zum Maximum ausgebaut ist, könnte man alle Missionen starten. Die einzigen Missionen, die nicht umgewandelt wurden, sind Erkundungsmissionen. Davon gibt es 5 Stück und da macht es ja auch wirklich keinen Sinn, in der offenen Welt eine Erkundungsmission zu starten. Mal abgesehen davon, dass man ja auch absolut nichts verdient. Weder Ren noch Exotics. Wie ihr seht, mein Kontaktgerät ist nicht auf Maximum ausgebaut. Ich bin auch nicht wirklich der Styx-Spieler und von dem her sah ich jetzt nicht wirklich die Notwendigkeit, das Kontaktgerät auf Maximum auszubauen. Allerdings sind diese drei Missionen schon mit dem ersten Update verfügbar. Eine Information hätte ich noch, und zwar die Entwickler haben berechnet, dass eventuell Probleme auftauchen könnten bei Spielern, die schon in einer Mission in Olympus oder in Styx sind und die nicht beendet haben. Es ist so, falls ihr eine Mission habt, die ihr gerne weitermachen möchtet nach dem Update und die Probleme macht, gibt es die Möglichkeit bei Steam, bei den Einstellungen beim Spiel Icarus selber, dort wo man auf die Beta zugreifen kann, gibt es die Möglichkeit auf die vorige Version des Spiels zu wechseln, dass ihr quasi den Stand von letzter Woche dann hättet. Falls ihr Probleme in einer Mission habt, dann würde ich das machen, es quasi wie eine Woche zurücksetzen, sodass die Änderungen noch gar nicht stattgefunden haben und eventuell so die Mission dann auch wieder gut funktioniert und ihr die sauber beenden könnt. Sonst gibt es diese Woche nicht wirklich viel dazu zu sagen. Dafür kommt nächste Woche wieder ein relativ großes Update. Für diese Woche wünsche ich euch auf jeden Fall noch ganz viel Spaß. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Eure Mel.